Jo, es ist mal wieder soweit. Endlich wieder eine Runde Satisfactory. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Wir drehen also gleich auf in 3, 2, 1 und ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich habe schon ja eine Menge in meinem Inventar und da habe ich Folgendes nämlich jetzt drin. Ich habe händisch ein bisschen was hergestellt und zwar, wo auch immer sie sind, da, acht nette kleine Computer und die fehlen mir noch, um ein bestimmtes Projekt abzuschließen. Dafür gehen wir nämlich hier rein und da seht ihr es dann auch. Erweiterte Energieinfrastruktur. Super gut. Ne, das bringt uns nämlich Folgendes. Wir schießen das Ding mal los. Milestone reached. Wir können The fuel jetzt generator will match power generation Bam, to the Mark IV consumption Bänder bauen. Of recently acquired technologies das and buildings. War tatsächlich auch dringend notwendig, denn ich bin auf das Problem gestoßen, während ich versucht habe, dieses Monster vom Gebäude da hinten mit... Die quatschen mir jetzt die ganze Zeit rein. Gott. Dabei das Ding da mit Ressourcen zu versorgen, dass das hier hinten auf der Ecke langsam eng wird. Und während Eisen noch irgendwie machbar ist, haben wir mit Kohle ein ganz schönes, derbes Problem. Und ich kriege das halt einfach nicht abgefördert, weil die Kohleminen, die ich habe, die ich weiß gar nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin, aber ich hoffe es einfach mal, zwar 240 ausspucken, aber ich kriege ja maximal 270 mit meinem Mark III da weggefördert. Das heißt, selbst wenn ich die übertakte, kriege ich den ganzen Scheiß da nicht raus. Weil übervoll. So, und was hast du hier schon wieder auf einen Auftrag? Achso, mein Teller von gestern. Ich habe gestern Käsepommes. Alter, wie geil war das denn? Naja, und deshalb... Scheiße, ich hätte hier auch eine Dings gehabt. Egal. Deswegen brauchte ich jetzt einmal die Mark IV Bänder, um das hier hinten so weit aufrüsten zu können, dass wir die Kohle hier auch wegkriegen. Dann haben wir immer... Ich dachte gerade, steht 100 auf dem Boden, aber nein. Und dann sollten wir tatsächlich auch fast genug Kohle zusammen haben. Der haut hier... Ach, der ist schon übertaktet. Der haut 600 Dinamite raus. Kriege ich selbst mit dem Mark IV, glaube ich, nicht weg. 480. Nee, das ist aber auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück besser. Wie ich hier 480 wegkriegen soll, ist mir allerdings ein Rätsel. Ich könnte jetzt hier einfach gut an die Kohle abnehmen. Ich kann hier aber nicht direkt ins Mittel ansetzen. Das heißt, dass das Ding da 600 rausspuckt, bringt mir in erster Linie mal gar nichts. So, das schließen wir jetzt mal wieder an. Und dann können wir, glaube ich, jetzt mal wieder runtertakten. Und dann gehen wir bei 470 etwa. Ich kann die Batterie sogar raus. Die sind völlig ausreichend. Wir haben wieder eine mehr, das sind nur 4. Und 470 klingt doch erstmal ganz gut. Dann haben wir hier unsere neuen Pferdebänder. Ne, 480 müssen wir aber. Scheiße. Oh, wieder rein hier. 480, kommen wir noch, genau. Sehr schön. So, dann kann ich die jetzt erstmal hier ein bisschen upgraden. Wupp, wupp, wupp. Ich habe extra ein bisschen Stahlbeton mitgenommen. Ne, ich könnte wesentlich weniger Weg jetzt machen, denn ich werde das hier hinten aufsplitten gleich. Aber wenn wir hier schon mal neue Bänder haben, dann wollen wir die auch nutzen, oder? Ich finde ja schon. So, dann hauen wir hier gleich mal ein paar Platten ran. Ne, ihr seht, ich habe hier alles ein bisschen ausgebaut. Ich habe hier Fundamente rübergelegt, die ursprünglich von da hinten kommen. Aber mir zwischendurch der Beton ausgegangen ist und ich die Dinger hier einfach auf Beton stehen haben wollte. Und das ist alles sauber ausgerichtet, sodass das hier hinten hinpasst. Und das ist fast gar nicht eklig, dein Geschmatze. Also, gönn dir. Hey, da ist Käse drauf und der ist da festgeklebt. Da passiert nicht viel. Gut, dann sind wir auf jeden Fall hier. Ne? Auch hier habe ich die Miner hochgezogen. Die fördern jetzt logischerweise erstmal so ziemlich gar nichts, weil wir nichts abnehmen. Aber wir können hier jetzt schon mal Schlock, Schlock. Die Bänder langziehen. Hund, wie kann man denn so penetrant während einer Aufnahme sein? Muss das echt sein? Jeden Abend. Ich meine, du wirst hier langsam echt zum Running Gag.
Jetzt steht die da und säuft auf dem Klo. Beste. Absolut beste. 1, 2. Und dann wieder hier hin. Und dann können wir hier schon mal weiterziehen. Schluck. So. Das müsste sauber passen. Und das so gar nicht. Dann machen wir das so. So, die Sache ist, ich brauche jetzt hier gar keine Mark 4 langziehen. Okay, gehen wir dann nachher gerade weiter. Weil ich so viel sowieso nicht da wegnehmen kann. Ne, weil ich die Kohle ja auch noch da hinten in meiner Fabrik brauche. Das heißt, ganz werde ich nicht drauf verzichten können. Und hier ist das Band nachher zu flach. Das müssen wir mal ein bisschen ändern. Können wir eigentlich gleich mal machen. Wenn wir hier eh schon am Aufrüsten sind, dann machen wir es gleich richtig. So, dann sind Grünzeug dazu. Das muss ich bei Zeit nochmal wegnehmen. Das fühlt euch jetzt nicht an. So, und dann füllen wir das hier rüber. Du kommst auch nochmal weg. Und das ist ja Mist jetzt, ne? Das läuft hier komplett ein bisschen flach. Aber das kriegen wir schon alles irgendwie hin. So. Dann sind wir erstmal hier. Und laufen nach da. Das heißt, ich setze einfach mal hier den Splitter hin. Logistik. Förderband Splitter. Zack. So, wir haben hier unten die Kohle, die wir hier noch mit einem Mark 4 wegbuddeln müssen. Zack. Ne, und hier können wir dann mit zwei Dreiern weggehen. Das ist ja überhaupt kein Ding. So, dann gehen wir dann erstmal hoch. Und dann fördern wir das hier so lang. So. Wie viele Ecken hauen wir hier jetzt rein? Möglichst wenig, ne? Und so, weil der einmal falsch ist. 1, 2. Und dann müsste das passen. Ja. So, dann haben wir hier erstmal die Kohle lang. Und gehen bis hier. Ach, ich bin da in Kio. Das hätte gleich richtig machen können, oder? So, holen die Kohle nach hier. Machen jetzt aber erstmal hier wieder fest. Damit das wieder löppt. So, was war jetzt wo, ist die Frage. Dum, dum. Ich hoffe einfach mal, dass hier Kohle war. In 2x2 geht das eh in die gleiche Fabrik. Das ist am Ende also nicht weiter wild. Aber soll ja, wenn denn, gleich richtig sein, ne? So, dann sind wir hier. Das heißt, wir gehen hier rum und setzen nämlich hier einfach einen hier hin, einen dahin, sodass das hier einfach sauber über den Fusionator rüberläuft. Und dann passt das doch schon. So, das heißt, wir können hier jetzt rauskommen. Einmal rumgehen. Lass es von mir aus hier unten lang laufen, da ist eh nichts, wo es hinzurennen lohnt. Gehen wir bis hier, gehen wir nach da. Und dann kann der da wieder ran. Hier glitscht erstmal noch nichts, das ist schön. Hier ist Kohle schon mal oben auf, das ist auch schön. Und der da hinten nimmt auf keinen Fall 270 ab, das habe ich schon überprüft. Der nimmt weit weniger. Das heißt, wir können hier ganz in Ruhe lang bauen. So. Hier ist hier mal halbwegs richtig. Zack. So. Haben wir hier schon mal ein bisschen Platz. Und können hier die Komponente gerade lang legen. Und uns nämlich diese hässliche Kurve hier noch sparen. Zack, zack. Zack. Müsste halbwegs die Mitte sein. Die beiden fördern schon wieder herrlich. Ach komm, ehrlich. Muss ich wirklich hier hin? Gucken wir mal.
Zack. Und zack. Und zu teuer. Was? Mir fehlt Stahl? Echt jetzt? Mir fehlen 4 verdammte Stahl. Habe ich Sachen? Ja, ich habe eigentlich alles dabei, um Stahl zu machen. Das ist doch schön. Mal gucken, ob ich das noch fix zusammengebastelt kriege. Oh, das ist eine Kettensäge, ne? Nicht genug Platz im Inventar. Ach komm, willst du mich jetzt rollen oder was? Schmeiß den Scheiß weg. Erstmal kommt die Kettensäge beiseite, damit ich das Grummeln nicht noch dreimal habe. So, dann machen wir ein paar Stahlbahnen. Und den kriegen wir hier auch irgendwie Stahl raus. Das wäre doch gelacht, wenn wir das bisschen nicht zusammenkriegen, oder was? Jetzt an den paar Metern jetzt hapert. Ich will... Warum kriegst du mich? Gut. Oder war beides. Geht das schneller? Man weiß es nicht. Okay. Und dann waren wir immerhin 10 Stahlträger. Das ist nicht die Welt. Aber... Es reicht. Haha. Am Arsch, ey. So, der Scheiß kam wieder weg. Und dann haben wir hier schon mal Kohle. Wie gut ist das denn? So, gleich mal hier ein bisschen entfuschen. So. Hier einer weg. Ja, der auch. Und das kann von mir aus stehen bleiben. Das finde ich ja grundsätzlich erstmal ganz nett. Wie viele Bären habe ich dabei? 50, okay. Achso, dann habe ich hier immer noch keinen Weg lang. Ja, scheiße. Aber gut. Dann muss ich halt doch nochmal los Stahl holen. Ich dachte, ich tatsächlich hätte alles dabei, ne? Aber Pustekuchen. Ja, ich habe hier eine kleine schöne Brücke lang gebaut mit so einem schönen netten Bogen. Ne, ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ist halt auch nicht ganz hässlich. Ne, wobei diese eine Betonline hier nicht so richtig gefallen möchte. Aber meine Güte. So ist das nun mal. Spar an der Zeit, dann hast du in der Not. So, dann kommt hier tatsächlich das ganze Eisen her, das wir brauchen. Mit Sack und Pack. Das ist. Sind 4 meiner. Also ich habe jetzt mittlerweile alles da drin, auch soweit es geht, verdrahtet. Ne, und ich habe es gerade nicht genau im Kopf. Ich glaube, allein auf der Seite laufen 6 Eisenbänder rein. Und 2 Kohle. Ne, voll. Also alles Mark 3 voll. Und das ist halt schon. Der Befehl, meine Fresse. Ich wusste erst überhaupt nicht, ob ich das hier hinten überhaupt irgendwie zusammenkriege. Dann habe ich hier den Aufbau wieder so ein bisschen runtergenommen. Das war mir tatsächlich zu viel. Ging mir ein bisschen auf den Keks. Deswegen habe ich es umgebaut. Ich habe nochmal so Teilträger reingezogen. Ob ich die lasse, weiß ich noch nicht. Auf kurz oder lang kommt auf jeden Fall der blöde Container da weg. Das ist mir hier doch noch wieder ein bisschen zu eng geworden. Nervt mich ein bisschen. Nervt mich selbst ein wenig, aber meine Güte. Ist dann manchmal so. Ne? Hier kommt für die andere Seite das Eisen, das hatten wir ja schon in der letzten Folge. Und jetzt kommt hier erstmal Stahl. Oder auch nicht. Ich bin ja massiv überfüllt. Ja, Moment, dann packe ich hier mal einmal. Die brauche ich jetzt gerade nicht so viel. Ein paar Eisenplatten hin. Und dann können wir uns erstmal mit Stahl voll pumpen. So, ganz ein bisschen sortiert. Die Kohle und der Scheiß können eigentlich gleich mal einen Schredder haben, wenn ich schon mal hier bin. Dann kann ich noch ein bisschen mehr mitnehmen. Ich habe mir hier einen Schredder gebaut, guck mal. Müllcontainer. Rin. Und das geht dann einmal durchs Lager durch. Gut. Hier 8 Plastik, die brauchen wir auch nicht, oder? Kommt auch gleich weg. Und das dusselige Papiergekrösel auch. Und das auch. Dann sieht das auch schon wieder ganz okay aus. Und dann gönnen wir uns einfach noch ein bisschen Stahl. Wie viele Eisenrohre haben wir? Ja, füllen wir auch gerne mal auf. So, das müsste reichen. Stahlbänder brauchen wir von der Sache her nicht. Was wir brauchen, ist hier mal noch mal ein bisschen. Das füllen wir noch mal auf und dann haben wir eigentlich von allem genug. Oder brauchen wir noch irgendwas? Ne, 500, 300, 400. Das ist in Ordnung. Und vor allem Stahl. Viel, viel Stahl. Warum ist hier gelb? Hier dürfte nicht gelb sein.
Was ist hier los? Warum stehst du still? Keine Statoren? Keine Stahlrohre? Was geht denn hier ab? Keine Kohle. Kein Wunder. Wieso fehlt denn hier Kohle? Da läuft die Kohle lang. Hier und dann hier vorbei. Was ist hier los? Das Kohleband ist leer. Warum ist das Kohleband leer? Ach, scheiße. Das war dumm, Markus. Das war äußerst dumm. Natürlich genau hier vorne. Also super. Während wieder alles, das ganze Inventar voll geschissen ist. Moment. Einmal raus. Das hier ist mal. Ach komm schon. Ja, komm. Brauchen wir jetzt alles nicht. Ich will das hier aber raus haben. So. Einmal runter bitte. Und geht immer noch nicht. Jetzt stehen, hängen die Lifte dran, ne? Komm, bitte lass. Nur den. Ja, sehr schön. So, von wo kommt das? Von da hinten. Ursprünglich mal. Förderband zu lang. Na gut. Daran soll es nur wirklich nicht mangeln. Ich weiß gerade nicht, ob es gerade ist. Wahrscheinlich bin ich nachher wieder tierisch genervt. So, das müsste in der Mitte sein. Zack, ist auch wieder dran. Und dann gucken wir gleich mal, wo die Kohle hängt. Na, es klickt doch. Wenn es klickt, muss doch gehen. Auch rein weg. So. Ja, kommst du hier? Alles klar. Hab verstanden. So. Läuft das erstmal wieder. Beziehungsweise läuft nicht, was mich ja viel mehr nervt. Die Dinger hier rumliegen. Ja, komm. Das ist mir gerade wichtiger. Und dann laufen wir einmal die Kohlelein ab. Und gucken, warum es da hängt. Dann kommt es von hier, läuft hier drunter durch. Und läuft da raus wahrscheinlich, ne? Was ist denn hier los? Ich muss gerade echt überlegen, wo die scheiß Kohle lang läuft. Hier läuft die Kohle eigentlich lang. Was ist das hier für ein Band? Achso, das läuft dahin. So. Dann geht einmal hier ein Band lang und dann geht einmal hier ein Band lang. Das Band läuft hier lang und hier lang und endet hier? Nee, endet hier nicht. Läuft da rum. Ah, da stehen die einfach nur drauf, alles klar. Habe ich hier mitten drin aufgehört oder was? Okay, dann läuft es da lang. Was habe ich denn hier gebaut für ein Kuddelmuddel? Da geht doch kein Mensch durch. Okay, da geht's offensichtlich raus. Okay. Wo geht's dann hin? Nach hier. Nach da. Aber warum läuft's nicht? Ich meine, das ist eh der andere Kohlemeiner, den ich fertig machen wollte. Hat der keinen Strom? Wieso hat der keinen Strom? Ist der doof? Da läuft Strom lang. Der Strom her. Na gut, dann können wir es gleich neu verlegen. Ist auch Lachs. So, hier baue ich gerade noch ein paar Türmchen hin, damit das nicht ganz so hässlich ist. Aber von wo haben wir jetzt den Strom? Ist ja garantiert außen irgendeine Leitung, die ich nehmen kann. Na, guck mal hier. Da kam es wohl mal her. Ja, komm, dann kannst du jetzt auch ganz weg. Denn mache ich es gleich richtig. Wenn wir schon mal bei sind. Zack. Hier haben wir doch sowieso Strom langlaufen. So. Das hat hier gar nicht erst zu. Zur Unwucht kommt. Geht den hier weiter? Nee. Dann kommst du halt weg. Und wirst durch den hier ersetzt. Einmal neu verkabeln. Darüber.
Und darüber. Dann läuft hier erstmal wieder alles. Da ist alles mit Kabeln belegt. Gut, sollte passen. Jetzt habe ich da oben. Ach komm, ehrlich. Gehen wir von außen rein. So. Ich bin so gut, ey. Ich bin so verdammt gut. Jetzt hängt das dahinter fest, oder was? Das ist doch scheiße. Zack. So. Naja, gut. Am Ende auch halb so wild. Wir müssen ja sowieso mit den Dingern bauen. Aber ich will. Das ist doch scheiße. Das ist doch absoluter Mist. Dass ich da jetzt ein Kabel durchlaufen habe. Wie genervt bin ich denn davon? Nee, komm. Das machen wir nicht mit. Dies muck wie nicht mit. Wir reißen das Eis nochmal ab. Das ist doch absoluter Bullshit. So, wir nehmen erstmal nach hier. Quatsch. Den brauchen wir. Und dann gehen wir hier hin. So. Der nach da hinten. Zack. Und du noch darüber. Zack. Dann läuft hier wieder alles und wir haben hier einen Stromausgang. Das ist auch viel besser. So. Nun aber Operation. Strom. Boah, das war ja reimetechnisch ganz weit vorne. Meine Fresse. Da bin ich ja selbst enttäuscht von mir. Unglaublich. So, hier bis hier. Und will ich da Stromkabel durchhaben? Eigentlich nicht. Ich kann es außen rumlegen. Zack. Zack. Und dann gehen wir von da nach da. Der hängt hier auch so sinnlos rum. Ja, den nehmen können, aber gut, der ging da durch den Stein. Das war eh nicht so schick. So, und weil wegen der Symmetrie und so gehen wir hier auch noch rüber. Das ist Krischknall. So. Zack. Zack. Gleich mal hier. Na komm. Und danach da. Von da nach da. Na komm. Und so. Oh, das war weniger gewollt. So. Und jetzt können wir hier ganz stumpf an den dran gehen und dann sollte der auch wieder laufen. Hoffe ich. Na, kommt da was? Ja, da ist ja wieder unsere Kohle. Und wenn wir schon mal hier sind, kommt das, was ich sowieso machen musste. Hat jetzt auch schon gekippt. Der läuft mit 300 pro Minute. Das war nicht so viel. Da hab ich mir ja mehr erhofft. Kriege ich hier gerade so mehr als zwei 70er voll. Das ist ja ärgerlich. Da muss ich doch tatsächlich noch irgendwo Strom herholen. Kohle. Nicht Strom. Aber gut, wir haben schon mal die Hälfte der Kohle, die wir brauchen. Das ist ein Anfang. Das konnten wir relativ easy mit den Mark 4 rennen lösen. So, die wir jetzt aber erstmal anschließen müssen. Also, ihr seht, ich habe hier echt eine ganze Menge Beton gebaut. Ich habe hier auch wieder ganz viele von diesen Einlässen hochgezogen, mit denen ich die ganzen Waren unter die Erde bringe. Das werde ich am Ende auch hier mit der Kohle tun. Die läuft dann allerdings hier außen lang. Das heißt, dass ich da hinten vorne die 3 draufgesetzt habe, ist eigentlich Quatsch. Oder den dritten. Aber gut, konnte ich eh noch nicht anschließen, von daher ist auch wurscht. So. Dann wollen wir mal, ich kann eigentlich hiermit schon anfangen. Nur eine Kohleline. Von daher ist das, was ich jetzt mache, nicht Blödsinn. Wieso bist du hier so verzogen? So, das habe ich gemacht, damit es hier hinten symmetrisch ist. Alles klar. Zip, zip. Und dann kommst du hier und hier. Und dann müssen wir hier ein bisschen weiter vorne, ne? Passt das? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das passt. Na, wir probieren das mal aus. So.
nicht genug Freiraum. Das habe ich befürchtet. Aber das ist einfach nur der hier. Das Problem kriegen wir gelöst. Da gehen wir aber direkt darüber und dann passt das zumindest bis hier erstmal. Und jetzt kommen wir auch wieder hoch. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Komm mal wieder ran. Und dann passt das. Auch wenn das hier jetzt einmal schräg läuft. Das ist dann halt so. Na komm. Snap da mal. Ist auch clever. Von unten nach oben bauen statt von oben nach unten. Aber nein. Nee, das gefällt mir nicht. Da bin ich angefressen, wenn ich das so mache. Das möchte ich nicht. Aber das geht auch nicht. Wie soll ich denn das mit dem machen? Das ist ja voll scheiße. Wir können das so probieren. Kommen wir so rum? Naja. Wir können aber einfach mit dem hier ein zurückgehen. Und mit dem hier auch ein rüber. Und dann müsste das doch gehen. Probieren wir das mal aus. Ja, sehr schön. Den passt das doch. Feini fein. So, und hier ist doch garantiert dann wieder das gleiche Spiel hier mit den Förderbändern, dass es nicht passt, oder? Ne, nicht genug Freiraum. Scheiß noch eins, was soll denn das? Das nervt mich. Das habe ich doch hier die ganze. Den ganzen Weg lang. Dann fließt der Strom jetzt an die Leitung zu lang. Ja, komm her, bitte. Da. So, das muss weg. Das muss weg. Muss ich die auf der anderen Seite lang ziehen? Ja, gut, machen wir auf den Rückweg. In jedem Fall können wir jetzt erstmal die hier ranholen. Die sehe gerade ist eigentlich eh cleverer. Nee, ist nicht cleverer. Ich würde sagen, das hier einfach rechts lang zu ziehen, aber dann kommen wir wieder an der Fabrik. In so einem Kuddelmuddel ist irgendwie auch nicht besser. Dann gehe ich hier lieber zwei hoch. Kurzzeitig. Wenn das denn passen möchte. Obwohl ich kann ja hier schon hochgehen. Und dann einfach rüberwandern. So. Dann können wir die hier nämlich gänzlich weglassen. Nicht von unten nach oben, Markus. Und richtig rum. Das muss das Band laufen, das hilft auch. Dann haben wir hier nämlich ganz so einen hohen Unterschied und können direkt den Wechsel auf das Band machen. Zack. Und zack. Und hier gehen wir eigentlich auch gleich ein bisschen höher. Ne? Wir gucken mal. Wie hoch müssen wir denn da? Also da haben wir jetzt 2. Das ist die gleiche Höhe wie hier. 3. 4 und 5 sind es, oder? Oder ist er noch? Ja. 4 und 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann. Das war ja mal äußerst clever. 1, 2, 3. Okay, jetzt mal ein bisschen bergab, aber dann nach da müsste. Das ist ja nicht mal annähernd gerade. Da geht es ja noch ein ganzes Stück runter. Moment. Wie passt das denn gerade hier rüber? Guck mal so. Das ist ziemlich gerade, oder? Das geht voll klar. Okay. Dann sind wir schon mal hier. Und kommen dann schon mal ein ganzes Stückchen weiter. Das heißt, jetzt seid ihr hier fällig. Euch reisen wir erstmal weg. Wir gehen mit dem Strom hier ran. Geht das da auch ohne Rumgeglitsche? Ja, halbwegs, ne? Das ist in Ordnung. Ich glaube nicht, dass ich hier noch viel mehr Ressourcen langziehe, deswegen mache ich es jetzt nochmal genauso dumm wie vorhin. So. So. Dann sollten wir aber die Bänder auch mitnehmen, wenn wir sie schon hier verlegen. Sonst macht das Ganze wenig Sinn. Und warum fange ich immer unten an? Ich check's nicht. Bin ich wirklich so dumm?
dass ich den gleichen Fehler immer und immer wieder mache. So. Und so. Und dann einmal den Strom drüber nehmen. Legen wir den hin. Da liegt der zwei Felder hinter dem Bogen. Dann machen wir das hier auch. Zack und zack. Ja, der war noch auf der falschen Seite. Margus, du bist der King, ey. So. Und du kommst weg. Ziehen die hier hinterher. Und ich bin schon wieder eine halbe Folge hier mit Bändern beschäftigt. Meine Güte. Immer das Gleiche. Aber gut, irgendwie finde ich das auch noch eins der schwersten Themen. Zumindest bis hierhin. So das Ressourcenmanagement. Wo kriege ich was her? Weil hier ist Arsch der Heide und ich kriege ja auch nichts mehr hin jetzt mittlerweile. Na, bis wohin können wir? Bis hier. Gut. Zack. Wieder weiter. Jetzt bist du im Weg. Okay. Okay. So, bei Mark 3. Jetzt habe ich hier schon keine Dings mehr. Warum das denn nicht? Weg und. Na gut, komme ich gerade nicht ran. Nehmen wir erstmal den Strom. Gucken, wie weit wir kommen. Bis hier. Und dann machen wir es gleich fertig, wenn wir eh schon da sind. Können wir auch hier rangehen. So, du musst denn tatsächlich auch weg. Wieso stehst du hier eigentlich noch? Kriegst von nirgendwo hier Strom, wie mir scheint. So. Der läuft. Sehr schön. Dann können hier wieder die Bänder hin. Zack, zack. Und zack. Zack. Die haben wir alle und dann gibt es jetzt gleich Kohle. Das heißt, der erste Stahl wird produziert. Das ist ja super. Dann nimmt das tatsächlich langsam alles Gestalt an. Ja, dann kann ich euch gleich zeigen, wie es oben weitergeht. Ja, wenn ihr hier irgendwo noch eine Kohlevorkommen in der Nähe kennt, das ich vielleicht irgendwie nicht kennen könnte, dann gebt mir Bescheid. Ich habe irgendwie nur die beiden hier gefunden. Und ansonsten ist beides gehend echt gehende Leere. Das ist ganz schön kacke. Für eine Fabrik, die echt ganz schön viel Kohle braucht. So, dann läuft jetzt Kram hier lang. Zack. Zack, ihr könnt mir das gerne unten mal in die Kommentare hauen. Denn ich lerne gerne dazu. Vielleicht ist hier irgendwas zugesprengt oder sowas, das ich nicht gesehen habe. Das kann ja immer mal sein. Das für Bullshit. Jetzt haben wir hier coole Inventar. Verdammten Scheiß. So, und die letzten Ständer. Ne, und wie ihr seht, da ich hier zwei Bänder lang lege, wäre es total cool, wenn ich die Kohle von da hinten irgendwie kriegen würde. Dahin und dahin durch dieses Umschlagsgebäude läuft das dann erstmal hierhin weiter. Hier läuft schon zweimal Eisen lang. Und versorgt den ganzen Spaß da drin. Und hier sollen dann langfristig auch die beiden Kohle-Dinger langlaufen. Was sind dessen? Oh, ist das hier? Was ist das? Eisen und Eisen. Okay. So, kommt meine Kohle. Kohle kommt. Ah, ist das nicht schön? Immer wieder irgendwie erregend. Und ab rennen den Schlot. Rödel, rödel, rödel. Alles klappt. Sehr schön. In der Fabrik angekommen. Jetzt reise ich hier einmal auf. Und dann seht ihr das Riesenkuddelmuddel hier unten. Meine Fresse. Es ist dann doch ganz schön durcheinander geworden. Aber es liegt einfach daran, dass ich hier so massiv viel langziehen muss. Ich muss hier noch wieder zumachen. Sehe ich gerade. Hier kommt irgendwann lang auch. Ich weiß es gar nicht. Soll denn hier mal lang laufen? Was habe ich mir dabei gedacht?
Was gehört auf das Band? Ich glaube, das war für den einzelnen, für die einzelne Kohlelinie, die ich da noch habe. Ja, die sind hier komplett offen. Ich habe da tatsächlich nochmal oben einen einzelnen Dings gebaut, das zeige ich euch aber gleich, den ich noch nicht gemacht habe. Bei dem Riesenkuddelmüll. So, dann kommen hier eigentlich auch irgendwann mal Wände hin wieder, ne? Wäre vielleicht ganz gut, weil das will auch keiner sehen hier. Ja, hier ist sogar eigentlich eine Wand. Aber nicht so eine. Zack. Zack. Und zack. Und zack. Ist die Grille nicht. So, aber ihr seht, hier ist wirklich Bänderchaos und das sieht um mich viel besser aus. Ich weiß schon, warum ich das am Ende so geplant habe, dass der Teil da dicht ist und das kein Mensch sehen muss. So, aber jetzt flitzen wir jetzt mal einmal nach oben. Da hat sich nämlich auch eine ganze Menge getan. Ne, und es sollte jetzt auch langsam, die Kohle müsste oben angekommen sein, laufen tatsächlich. Oh, immer im Kreis rum. Komm, 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 komm. So, zum einen habe ich hier unten, ne, hier unten noch nicht, hier unten, die ganzen Konstruktoren, angeschlossen. Und hier sollte eigentlich Beton langlaufen, der hier nicht langläuft. Den muss ich anscheinend noch mal, ach ja, ich habe meine dazu gebaut, weil zu wenig reinkam. Ja, hier wird der Beton hergestellt, der müsste hier hinten auch schon mal irgendwo zu sehen sein. Hier eine Ausgabe, ja, da steht auch alles voll. Ne, Beton für den Stahlbeton, den wir nachher herstellen müssen. Ne, und ich habe alles irgendwie verkabelt bekommen. Die Ressourcen werden hier nachher alle von hier reinkommen. Da sind sogar schon die ersten. Das ist ja super gut. Ne, mit einmal Eisen, einmal Kohle und nochmal Eisen, nochmal Kohle. Können wir eigentlich schon mit anfangen. Einmal Kohle. Das ist ja scheiße. Warum kommt von da die Kohle? Naja, gut. Sehen wir einfach mal nicht so eng. Das so und das so. Und das muss ich hier nachher nochmal rüberführen. Wie auch immer ich das anstelle. Denn das muss ja da oben ran. Wisst ihr was? So mache ich das nicht. Ich mache das. Das ist ein zu weit. Wir gehen mal los hier. Und dann gehen wir hier einfach hoch. Dann passt das und dann müssten wir hier auch ja fast drüber gehen können. Schade. Das geht. Sehr schön. Na, komm rüber. Und dann machen wir einfach hier schon. Zack. Nee, das ist schräg. Das möchte ich so nicht. Das möchte ich so nicht. Wenn ich wenigstens eine gerade Kurve habe, wenn ich hier sonst schon alles so ultra schräg habe. Warum passt das nicht? Weil das auch schief läuft. Okay. Wie mache ich das? Ich mache das einfach nochmal dicht. Und machen dann. Wo bist du? Da bist du. Ein zu früh. Zack, zack. Und dann gehen wir nämlich einfach. So. Und führen das Ganze hier einfach durch. Und dann passt das. Du kommst weg, du kommst weg und du kommst daher. So, noch mehr Kuddelmuddel, aber scheißegal. So, damit sollten jetzt ja hier oben die ersten Fabriken anlaufen. Kann ich die euch auch gleich nochmal zeigen. Zack, 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 zack. Und da laufen die ersten Smelzen. Wieso hast du keinen Strom da hinten? Warum ist den so? Du weißt wahrscheinlich nicht, was du herstellen sollst, ne? Ja. Du machst Stahlbahn, mein Freund.
So wie alle anderen hier auch. Meine Fresse. Und es sieht tatsächlich mit diesen Metallaufbauten recht ordentlich aus, muss ich ja tatsächlich sagen. Ne, aber ganz ehrlich, der Aufwand ist enorm und geht mir tierisch auf Ketten. Ne, da kriege ich eine absolute Vollmeise. So, nun läuft das hier auch schon eine Weile. Jetzt müssten noch langsam mal die ersten von denen anlaufen. Mit den Stahlbarren. Gucken wir einmal, wo laufen die lang? Ach, jetzt kommt hier erst das Eisen an. Ach du Gott. Hm, was ist das? Warum nicht in die Kiste? Mit. Spuckt ihr das nicht nach unten aus? Doch, offensichtlich schon. Ja, wird abgeführt. Wie sieht es hier aus? Geht er jetzt gerade bis zu einem bestimmten Punkt? Ja, Kohle. Kohle ist ein Problem, sehe ich ein. Okay, hier kommt auch Kohle. Und wird auch überall abgeführt. Das wäre erstmal herrlich. Ich gucke kein Eisenerz an. Okay. Warum nicht? Zack. Zack. Noch immer kein Eisenerz an. Wieso nicht? Jetzt kommt Eisenerz. Ja, sehr schön. Läuft auch und der läuft auch voll Lotte. So, aber da werden die ersten grün. Seht ihr? Löppt. Sehr schön. Das heißt, der erste Stahl geht in die Produktion. Herrlich. Ja, hier kommt was an. Das ist ja schon mal gut. Gucken, ob auch überall abgeführt wird. Machen wir einen Stock weg tiefer. Ja, hier steht das Eisen logischerweise. Jetzt muss ich gerade selber erstmal gucken. So. Hier kommt Eisen. Stahlbarren. Und hier sollten auch entsprechend dann. Hui! Oh Gott, orientieren, genau. Hier hinten wird das Ganze nachher, glaube ich, abgeführt. Ja, hier ist die Abfuhr. Und hier laufen ordentlich Stahlbarren lang. Sehr schön. Moment, ich habe gerade echt die Orientierung verloren. Das ist hier das reinste Labyrinth hier unten. So, Ach, das war der Teil für die Stahlrohre. Tatsächlich, die schon fleißig dabei sind. Ne, das eine Band hat einen Rest und der Rest geht nämlich hier rüber. Aber ich sehe da hinten tatsächlich noch keine. Noch keine Stahlbarren. Das finde ich dann doch etwas befremdlich. Zumindest ein paar müssten hier ankommen. Ja, so wird es natürlich nichts. Wenn ein Band fehlt, dann natürlich nicht. Wo sollte denn das eigentlich herkommen? Wo hängen die jetzt? Ganze System im Arsch. Und hier laufen sie. Hier gehen sie in die Konstruktoren. Und die sollten eigentlich ja auch produzieren, ne? Und die laufen hier lang und dann da hoch. Aber die scheinen ja einfach durchzurennen. Moment. Wir verkabeln die mal einfach neu. Zack. Beziehungsweise machen das mal so rum. So. So. Und so. Und dann marschieren die immer noch einfach durch. Ah, jetzt. Oder? Ich sag so groß schnauze ich jetzt. Warum gehen da keine Stahlbarren rein? Was soll das? Ich bin instinkt genervt. Da liegen welche drauf, aber sie gehen nicht in den Dings rein. In den Konstruktor. Da sagt er, es passt.
Aber da kommt immer noch nichts. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich könnte die ganze Linie jetzt ein weiter links verschieben. Ja, die sind alle ein verschoben. Da liegt das Problem. Okay. Das kriegen wir aber gelöst. So, das heißt, du musst ein weiter nach hier. Nehmen wir den mal raus. Das geht hier. Und der ganze Spaß geht nachher weg. Zack, zack, zack. So viel zum Thema. Ich habe das hier alles schön vorbereitet. Markus, der Experte. Was jetzt hier? Jetzt ist voll, ehrlich. Ich wollte gerade sagen, komm, nimm den Scheiß hier runter, dann muss ich das nicht mehr im Inventar haben. Wir können schon mal anfangen, hier sind keine mehr. So, und das alles jetzt nicht hier hin, sondern einfach nur einmal darüber. Dann kann er nach hier. Der steht hier relativ sinnbefrei. So. Und jetzt versuchen wir das nochmal. Klick. Und. Warte. Warum läuft das nicht? Was soll denn das? Ist doch wohl sauber dran, oder was? Kann mir doch keiner erzählen. Jetzt ist das da nicht, oder wie? Euer Ernst. Moment. Da sitzt es auch. Wieso kann da jetzt kein Stahl hochlaufen? Der hat doch Strom. Warum läuft denn das nicht? So, einmal gucken. Aber der spuckt nichts aus. Richtig falsch gesetzt. Habe ich da auch nicht gemacht. Oder was? Förderband Splitter. Von da war. Doch, ich habe ihn, glaube ich, falsch gesetzt. So, da war er vorher. Wie soll er hin? So, jetzt probieren wir das nochmal. Halt. Da. Da. Ne, jetzt habe ich ihn falsch gesetzt. Ich Idiot. Ne, jetzt stimmt's. Und jetzt arbeitet er auch. Sehr schön. So, so. So. Und so. Weg damit. Oh, entschuldigt bitte. So. Von da kommend. Nach da gehend. Hier das gleiche. Und hier auch nochmal. Ihr seht, das ist echt ein Gefrickel. Zumal man nicht sieht, was da wie die oben, Gebäude oben stehen. Man macht sich da echt so ein bisschen das Leben schwer, indem man so baut. Ich meine, das sieht schön aus, alles richtig, aber Heidenhund, meine Herren. So. Hier steht es tatsächlich. Hier ging auch nichts hoch, werde ich einfach mal. Doch. Warum stehen denn hier gerade... Hä? Warum stehen hier... Achso, die kommen von hier, alles klar. Gut. Beton rum. Warum kommt hier jetzt kein Stein hin? Offensichtlich lief der hier ja mal. Und dann darüber. Na gut. Sei es wie es sei. Ne? Also auf jeden Fall kommt von hier auch eine Stahllinie. Ja, da kommt auch noch Stahl. Sehr schön. Und pusht hier alles voll. Ich frage mich gerade, ob meine Rechnung irgendwie falsch war, dass ich das nicht adäquat aufteilt. Aber gut, das muss eh erstmal alles volllaufen. Dann läuft das wahrscheinlich auch besser. So. Was ist denn hier passiert? Einmal weg. Okay. Das war strange. Aber okay. Nehme ich mal so hin. So. Hier ist unser Tunnel. Und dann gehen wir irgendwann auch hier nach oben. Hier ist jetzt alles schön verkabelt. Ich habe das hier übrigens so mittig angeschlossen. Ne? Fand ich ganz witzig. Also sieht jetzt nicht übermäßig schön aus. Offensichtlich kann man auch durch diese Dinger noch durchfallen. Ganz toll, Markus. Das schafft auch nur einer. Das bin ich.
bin ich hier jetzt gerade runtergefallen? Bin ich echt hier durchgelaufen? Scheiße. Hier habe ich ein paar Pfeiler gebaut, damit ich den Eingang vernünftig finde, weil ihr habt es gesehen, also man verliert hier echt so ein bisschen den Überblick. Ne? Unten noch viel mehr als oben. Hier oben ist es halbwegs aufgeräumt. Hier laufen Sachen. Witzigerweise auch. Zwei Seiten. Ich verstehe nicht ganz, wie es sein kann, aber okay. Ich habe mir bei der Verkabelung was gedacht. Ich verspreche es euch. Irgendwas, genau. So habe ich mir das gedacht. Ne? Von da kommt ein bisschen was, von da kommt ein bisschen was. Und am Ende laufen die hier zusammen und schmeißen das nach hier hinten rüber. Und hier wird der restliche Stahl verarbeitet. Und ich musste tatsächlich noch zwei Schmelzen hinzufügen, nach unserer letzten Folge. Da es tatsächlich zwei zu wenig waren. Das läuft jetzt bis zur Hälfte, genau, ja. Ja, und ich glaube, das kommt aus irgendeinem Grund auf zwei verschiedene Bänder. Ja. Ne? Egal, solange genug gleiche Sachen zusammenlaufen, ist alles cool. Ne? In jedem Fall haben die nachher alle einen Zufluss von 270. So, jetzt hätten wir zwei verschiedene Sachen auf dem Plan für heute. Erstmal gucke ich auf die Zeit. Oh, die Zeit ist fast rum. Leck mich fett. Ne? Wir rennen jetzt erstmal nach hier ganz oben. Nochmal eine ganze Ecke hoch. Und hier müssen wir jetzt tatsächlich alles zusammenbringen. Ich muss mal einmal hier meine Rahmen aufmachen. Und zwar brauchen wir erstmal 12-mal schwere Eisenplatten. Dafür brauchen wir natürlich unsere Eisenplatten und unsere Schrauben, die hier hinten, glaube ich, hochkommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, hier kommen unsere Schrauben. Sollten auch irgendwie genug sein. Und das sollte jetzt genug sein. Wie viel? 12-mal? Also ich habe gerade... Ich bezweifle gerade an meinen eigenen Rechnungen. Also zum einen habe ich 16-mal Eisenstangen und 16-mal Schrauben. Aber 16-mal Schrauben reicht noch nicht. Ich glaube, ich habe hier tatsächlich einen Rechenfehler drin. Das wäre ja fatal. So, hier wollen wir machen. Oh, alternativ. 6 und 12. 18 und 50. Okay, interessant. Brauche ein bisschen weniger Schrauben, ein bisschen mehr Stahl. Wenn ich das richtig sehe. Gucken wir mal, wie viel spuckst du aus? 30, 60. Und das Alternativrezept. 90, 250. Die macht 15. Die macht 5. Und dann haben wir die geklebt. Wir haben alle drei Rezepte. Das ist ja unglaublich. Aber ich meine, ich mit denen hier gerechnet. So. Die braucht 60 Schrauben pro Minute. So, wenn ich da 12 von baue, brauche ich nach Adam Riese, muss man Taschenrechner. Was habe ich denn da gerechnet? Meine Fresse. Das ist doch totaler Bullshit. 60 mal 12 sind 720. Da komme ich mit zwei vollen Bändern auf keinen Fall hin. Da bin ich ja erst bei 270, 45. Das heißt, ich brauche noch mal einen ganzen Schwung Schrauben. What? Deswegen sind hier auch so viele Eisenstangen übrig. Und nochmal ein ganzes Band Schrauben. Oder fehlt mir einfach ein Band? Habe ich zwei Bänder oder drei Bänder Schrauben? Ich guck mal einmal schnell. Ab nach unten. Und nochmal einen nach unten. Ah, hier fehlt einfach nur ein Band. Schau mal, Energie. Na komm, klick. Warum klickt das da nicht? Das ist doch scheiße. Man sieht doch von hier so schlecht. Ich glaube, das passt. Aber ich denke einfach mal. So, komm, wieder hoch. Boah, ich muss hier echt größere Treppenhäuser bauen. Ne? Das mache ich auch nie wieder. Mit diesen Treppen, so hohe Treppenhäuser. Da kriegst du eine Macke beim Hochrennen. Boah, fick die Hände, ey. So. Natürlich hat das nicht gepasst. Wäre auch zu schön gewesen.
So. Na komm. Zack. So. Dann haben wir nämlich 3x270. 3x270 macht 810. Was hatte ich ausgerechnet, wie viel ich brauche? Ich habe auch nichts im Kopf, ne? So, gestückte Eisenplatte, davon 12 Stück, 12 mal 60. Ja, ah, sogar ein bisschen mehr. Wir haben sogar ein paar Schrauben. Das ist ja super. So, das heißt, wir sind weg. Wir haben hier drei Bänder voll mit Schrauben und wie viele Eisenplatten? 16 mal Eisenplatten. Das werden ja wohl die beiden hier sein. Jupp. Hier kommt nachher Stahl. Wieso ist hier immer noch kein Stahl? Also so langsam müssen ein paar ankommen, ne? Jetzt finde ich es langsam komisch. Aber okay. So, was mache ich aus denen hier noch? Aus denen mache ich nachher noch Schrauben tatsächlich. Aber erst für die schweren Modularrahmen. Und die Eisenstangen hier brauche ich auch dafür. Gut. Das heißt, ich teile jetzt hier diese Eisenplatten, diese 540, was auch nicht hinkommt, auf 12 Konstruktoren aus. Ne? Das kann ja was werden. So, wo klatsche ich die denn am besten hin? Die müsste ich erstmal da irgendwie rüberbringen. Weil die Dinge sind ja echt doch dezent groß. So, die Frage ist, mache ich das auf der Höhe? Oder mache ich das einfach mal so rum? Ist ja auch eine Möglichkeit. Ich glaube, ich mache das so rum. Und setze die hier sauber nebeneinander. Obwohl, ich kann ja von hinten zulaufen lassen, oder? Weil da ist die Tür, die nervt so ein bisschen. Wie viel kriegen wir denn hier hin? So, da schon mal nicht. Wir fangen hier an. Zwei Platten frei, bisschen Luft wollen wir haben. So, hätten wir. Na, so den ersten. Richtig? Ne, so schon mal nicht. So, da kriegen wir Bänder lang. Passt jetzt? Jetzt ist der alles weit vorne. Meine Güte. Manufaktor. Ich muss dahinter auch Platz lassen für die Splitter. Tatsächlich relativ viel Platz. So. Einer hinten noch. Und jetzt muss es. Jetzt bin ich wieder verrutscht, glaube ich. Ich bin wieder verrutscht. Ja. Meine Güte. Nee, der ist einfach nur so ganz unschön breit. Wie ätzend ist das denn? Was ist denn das für eine. Nee, passt genau. Was soll das? So. Ist das so richtig? Nee, der kann einen Ball nach hinten. Nochmal bitte. Auf jeden Fall kriege ich hier nicht so viele hin, wie ich hier gerne kriegen wollen würde. So ist er wieder genauso. Aber ich glaube, der Marker da hinten, wenn ich den gerade hinstelle. Nee, das ist auch ein zu weit vorne. So. So sollen sie alle. 12 Stück davon, na, das kann was werden. So, mal gucken, dass wir mittig kommen. 1, 2, 3 sind das dann. Zack. Dann kommen wir hier auf 4. Maximal 5. Brauchen aber, ach scheiße, 12 Stück. Bauen wir hier gleich gegenüber nochmal so einen Satz. Wie viel lassen wir da frei? 1, 2, 3. Ja. Ja. 3 lassen wir wieder frei. Wir machen wieder so einen Hochgang. So, wo sitzt der? Gucken wir mal. Da sitzt der sauber drauf. Und hier sitzt der. Da sind wir vorne. Ja, gut, das ist okay. Damit kann ich leben. So. Und sauber bei der. Dann kommen wir hier jetzt gleich auf 10. Haben wir aber nicht mehr genug Kabel. Ach komm schon.
Meine Fresse, wie teile ich das denn richtig auf? Also da ich von jedem drei Bänder habe, nee, von Eisenplatten, naja, zwei Bänder. Okay. Ich muss das irgendwie halbieren. So klappt schon mal nicht. Bin schon mal unzufrieden mit. So will ich das schon mal nicht haben. Gucken wir doch mal, was die hintere Wand hier gibt. Wir lassen zwei frei für die ganzen Bänder. Gehen hier einmal nach hinten. Das haben wir nun langsam gelernt. Hier noch einen Bügel. So. Zwei, zwei vorne. Den kriegen wir in eins. Na? Zwei. Drei. Vier. Fünf. Das ist doch schon mal gut. Sechs. Drei freilassen. Und dann machen wir das gleiche gegenüber. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs auf jeden Fall. So, dann haben wir davon 12. Was hier auch noch hin muss. Dann haben wir den Stahlbeton. Ne, die schweren Eisenplatten. Stahlbeton muss hier auch noch dreimal hin. Ich hole jetzt mal Kabel. Meine Fresse. Und wie gut wäre eigentlich, wenn ich hier ein Lager im Gebäude hätte, ey. Die Laufstrecken sind mittlerweile so exorbitant hoch. Das ist ja unglaublich. Und wie ich hier gerade eine Stunde verkuddelmuddelt habe, mit ein bisschen Kohle ranholen und Fließbänder rübersetzen. Das ist ja unglaublich. So. Wo haben wir Kabel? Da hätten wir Kabel. Da. Davon holen wir erstmal ein paar. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Ne, vom Rest haben wir genug. Ja, aber dann bin ich mir zumindest schon mal einig, wie ich den ganzen Kram da hinstellen kann. Und wenn ich das schon mal weiß, ist das schon mal die halbe Miete. Ne, das da irgendwie vernünftig aufteilen, das sollte am Ende nicht das Riesenproblem sein. So, wo haben wir denn Kabellage? Hier haben wir Kabellage. Ja, damit. So, wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich ein paar Sachen schreddern. Dass ich hier mittlerweile einen Mülleimer habe. Ich sollte mir das angewöhnen, die Flächendecken zu verteilen. Weg damit, weg damit. Und haben wir noch irgendwas, das weg kann? Sortieren. Und da brauchen wir jetzt erstmal nicht. Cool. So. Alles da. Manufaktoren können weitergebaut werden. Sehr schön. Was machst du hier, Katze? Hier wieder so eine Tierfolge, wo jeder macht, was er will. Die mir irgendwie auf die Ketten geht. Nein, sie ist eigentlich ganz süß. Unsere Findlingskatze. Irre ängstlich, aber gerade dreht sie irgendwie frei. Und suhlt sich vor dem Klo. Ich weiß nicht, was unsere Tiere mit unserem Klo haben. Jo, leck dir mal den Bauch. Gönn dir hart. Hm? Wenn du nicht so niedlich wärst hier, wenn du nicht so niedlich wärst. Ne, weil Schmusen oder sowas kann man mit der nicht. Mit der kann man nicht mal spielen. Die kann gar nichts. Außer süß sein. Das ist ihre super Schwuppfähigkeit. Und eine Bitch. Sie ist nämlich die, die hier die Hosen anhat. Die verprügelt immer den Hund. Richtig gut. Das muss der manchmal leiden. Ne, also die sieht so gar nicht grün. Aber gut, wir sind wieder da. Weiter geht der Bau. Jetzt gucke ich aber von vorne, da habe ich mich jetzt dran gewöhnt. So, wie haben wir jetzt? 1, 2. 3. 4. 5. Und da seht ihr schon den Autosave, aber gut. 6. So, das sind alles schwere Eisenplatten. Verstärkte Eisenplatten. So, einmal, zweimal,
dreimal, viermal, fünfmal. Oh, es ist so viel Gefrickel hier, ey. Also die Arbeit an diesem Gebäude zieht sich so dermaßen, das ist sagenhaft. Aber ich glaube, ich mache also Freudensprünge und Jubelschreie, wenn der Scheiß fertig ist. So, und damit haben wir die schweren Eisenplatten, die wir für die modularen Rahmen brauchen. Das sieht doch erstmal gar nicht schlecht aus. So, ich könnte jetzt hier auch noch den Stahlbeton herstellen. Das kommt eh alles hier hinten raus. Und ich glaube, den Platz für die drei Stahlbeton-Dinger haben wir dann auch noch. Manufaktor. Zwei freilassen. Kriegen wir die hier sauber hingezogen? Das wäre der Shit. Ja, kriegen wir tatsächlich. Wie gut ist das denn? Aber ich krieg das hier dann nicht weg. Ach doch, ich kann den Tunnel bis hier ziehen. Und das dann außenrum abtransportieren. Super gut. So, ihr seid Stahlbeton. Ihr seid Stahlbeton. Was für eine Aussage. Und hier könnte ich tatsächlich sogar schon zuführen. Das wäre gar nicht mal das Problem. Da kommt der Stahl raus. Zwei Bänder für drei Maschinen. Klingt doof, ist aber so. Das mache ich, glaube ich, einfach mit Mark 4 nachher. Damit das sauber läuft. Ich weiß noch nicht, wie ich das zuführe. Also einer muss ja auf jeden Fall dann so. Mal gucken, ob das passt. Ja, sehr schön. Dann machen wir das bei allen. Dann müssen wir mal gucken, wie das von der Distanz irgendwie passt. Nein, so nicht. Da geht's nicht. Genau. So. Ich meine, das ist nur ein Band Beton. Das ist jetzt irgendwie kein Kunststück, das zu machen fix. Aber wir brauchen Splitter. Das soll helfen. Gucken, dass der sauber steht. So. Und so. Dann kann das einmal weg. Und du fährst direkt dahin. Jo, sehr schön. Und hier müsste passen. Sehr schön. Sauber, sauber, sauber. Da haben wir eine Leitlinie, herrlichst. So. Dann haben wir zumindest schon mal den Beton angeschlossen. Und den Stahl schließen wir jetzt auch gleich noch an, weil dann haben wir zumindest das voll geschafft. Wenn auch sonst nicht viel. So. Jetzt müssen wir auf die drei die beiden Bänder aufteilen. Das heißt, anderthalb pro Band. Das heißt, hier kommt auf den ein Fusionator, der das Ganze da rausschmeißt. Und hier hinten kommt tatsächlich ein Splitter. Ne, das ist ja Blödsinn. Ups. Der muss ja hier stehen. Dum, dum. Ist das die richtige Höhe? Ne, nicht ganz, ne? Ärgerlich. Obwohl ich hier einen Fusionator ansetze und hier einen Splitter. Zack, habe ich das ja auch einheitlich. Läuft das zwar nicht ganz sauber da drauf, aber es sitzt trotzdem so. Der Rest geht nach darüber, der Rest geht nach darüber. Und dann brauche ich tatsächlich nur 1, 2. Natürlich. Natürlich. So. 1, 2, 3. Schon oben. Zack.
Der ist ein zu weit drüben. Scheiße. So. Kann das hier weg. Der geht dann tatsächlich nur bis... ja, etwa hier. Nee, ein weiter. Zack. Geht er da sauber ab. Da und der geht bis nach hier hinten. Oh, gucken wir, dass wir das. Ja, so passt's. Eins, zwei. Der geht da sauber ran. Und dann haben wir den Stahlbeton von der Sache hier schon mal fertig. Relativ easy peasy. Da läuft das so durch. Und hier haben wir es sauber aufgeteilt. Ein Band, das da komplett abführt. Ein Band, das da komplett abführt. Und eins, das beides zusammenbringt. Easy. Ganz easy. So. Was ich jetzt aber noch wissen will, bevor ich Feierabend mache. Wo bleibt mein Stahl, mein Stahlträger? Mein Stahl produziere ich ganz offensichtlich, aber keine Stahlträger. Beziehungsweise es kommen keine an, aber es sollten welche ankommen. So, hier steht schon alles still mittlerweile. Obwohl immer noch Kohle und Eisen läuft. Aber ihr könnt wahrscheinlich nicht mehr abtransportieren. So. Und es kann nicht sein, dass alles hier... so 100 Stahlträger, aber die gehen offensichtlich nicht raus. Warum? Jetzt gehen sie raus. Das ist manchmal ein bisschen fitzig, ne? Manchmal nervt es auch ein bisschen. So, alle weg. Und dann schließen wir euch alle nochmal an. Und das ist jetzt genau das gleiche, wie es eben auch war. Ich sehe tatsächlich das Problem nicht. So. 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 Dann sollten hier hinten. Gucken wir mal. Auch bald ist die ersten. Da kommen sie doch schon. Sehr schön. Das heißt, das läuft auch und Markus ist glücklich. Sehr schön. Jetzt haben wir 1:12 rum. Das heißt, die Folge ist jetzt auch zu Ende. Ich hätte fast gesagt, zum Glück zu Ende, aber eigentlich hätte ich auch Bock, noch weiterzumachen. Ne, und den Scheiß hier weiter auszuknobeln. Aber nicht mehr heute. Wir haben heute fertig gekriegt unsere Stahllein hier. Wir können jetzt theoretisch schon Stahlbeton hier oben produzieren. Sogar echt sauber, wie ich finde. Ich finde die Lösung absolut genial. Sie ist leicht versetzt, sieht echt cool aus. Und ich bin glücklich. Die Frau humpelt derweil fleißig am PC vorbei. Ist noch so leicht verpennt. Winkt einmal ab. Moin und tschüss. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns dann darum, dass wir hier ganz viele Eisenplatten kriegen. Der ganze Spaß wird dann darüber geschippt. Kommt auf die Seite. Und da kommen dann nachher unsere, na wie heißen sie? Ich vergesse es tatsächlich immer wieder. Fabrikatoren hin, die ersten. Wie sehen die eigentlich aus? Ganz schön ausschießen, oder? So, die sind nochmal ein ganzes Stück breiter. Mal sehen, wie wir das daran fühlen. Das wird auf jeden Fall interessant. Ne? Nichtsdestotrotz, heute nicht mehr. Ich danke euch vielmals fürs Zugucken. Hau jetzt wieder meine Litanei raus. Gerne Kommentare, Likes, Abos, Social Media mal teilen, das wäre irre cool, denn das erhöht meine Reichweite ein ganzes Stückchen. Und es sieht immer viel besser aus, wenn jemand anderes für mich Werbung macht, als wenn ich das mache. Ne? Selber Werbung machen ist mir ein bisschen selbstverliebt. Die Frau hat gerade hier so einen Multimedia-Kurs und sagt, ja, das ist alles richtig, was er sagt. Ja, weiß er. Danke. Und ja. Schaltet gerne wieder ein, wenn es beim nächsten Mal heißt Let's Play Satisfactory mit Ragnar. Dienstag geht es allerdings erstmal wieder grounded und wir haben dann unsere Basis fertig.
Und meine Güte, ist die gut. Und jetzt kommt auch noch das Kind hoch. Die Frau ist doch gerade erst hochgekommen. Wie geht das? Ich bin verwirrt. Egal. Wie dem auch sei. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholzer.